Liebe Landwirtfreunde, wir melden uns heute vom Waldcampus Österreich in Traunkirchen. Wir haben hier einen Vergleichstest gestartet zwischen einem liegenden und einem stehenden Holzspalter. Bei diesem Vergleichstest haben wir verschiedene Partner, die uns unterstützen. Das ist hier einerseits die FAST in Traunkirchen, dann die BLD Wieselburg, die AUVA und SVB. Diese beiden Institutionen untersuchen diese beiden Geräte sicherheitstechnisch. Was wir jetzt genau hier untersuchen, fragen wir die Experten der einzelnen Institute. Franz, was untersucht ihr hier genau? Ja, wir untersuchen hier bei den stehenden und liegenden Holzspaltern die Leistungsaufnahme, die ergonomische Haltung der Bedienperson und auch den Zeitbedarf für die verschiedenen Spaltvorgänge. Wie wird die ergonomische Haltung beurteilt? In der ergonomischen Haltung wird es aus Videoaufzeichnung heraus ausgewertet, welchen Zeitanteil die Bedienperson in gebückter Körperhaltung verbringt. Die Leistungsaufnahme, wie wird die gemessen? Die Leistungsaufnahme des Holzspalters messen wir mit einer Drehmomentsmessnabe an der Zapfwelle des Spalters, also zwischen Traktor und Holzspalter, wird also das Drehmoment und die Drehzahl ermittelt und daraus die Leistung errechnet. Sigi, was sind deine Erfahrungen mit diesem liegenden Holzspalter? Wie geht es dir dabei? Es geht mir gut dabei. Es ist natürlich eine Umstellung vom stehenden Spalter auf den liegenden, aber von der Ergonomie, von der körperlichen Situation ist es ein angenehmes Arbeiten. Was ist der Hauptvorteil von diesem liegenden Spaltsystem? Vor allem bei den großen Dimensionen, da spart man sich die Manipulationsarbeit. Das macht die Maschine im liegenden Zustand oder auch in Verbindung mit dem Kran. Wie schaut es mit der Spaltleistung aus? Die Spaltleistung ist ein 30-Tonnen-Spalter, die arbeitet dementsprechend gut. Für den sicherheitstechnischen Part ist die SVB und die AUVA zuständig. Stefan, was macht ihr hier bei dieser Maschine? Ja, wir schauen uns die rechtlichen Voraussetzungen an, ob die für diesen Holzspalter erfüllt sind. Sicherheitsanforderungen, normative Vorgaben und insbesondere geht es darum, dass die Schutzeinrichtungen eingehalten sind, die Abstände. Kannst du uns ein Beispiel nennen? Ja, ob die Abstände der Schutzeinrichtungen eingehalten sind, das heißt, ob ein Zugriff zum Spaltkeil nicht möglich ist, das ist ein wesentlicher Punkt im Rahmen der Betrachtung. Liebe Landwirtfreunde, das war jetzt ein kurzer Einblick in unseren Vergleichstest zwischen einem stehenden und einem liegenden Holzspalter. Mich würde interessieren, wer von euch hat schon Erfahrungen mit einem liegenden Holzspalter? Schreibt es uns bitte in die Kommentarleiste. Danke im Vorhinein.